Die Drachen sind los im Heidepark Ressort in Soltau. Die neue Attraktion Drachenzähmen die Insel hat jetzt ihre Pforten geöffnet. Dort sorgen nicht nur etliche Fahrgeschäfte für Unterhaltung, man lernt auch die Figuren aus dem Kinoerfolg Drachenzähmen leicht gemacht, hautnah kennen. Davon konnte sich Schauspielerin Nina Bott jetzt selbst ein Bild machen. Gerade ohne Zahn war schon immer so meine liebste Zeichentrick oder animierte Figur. Also ohne Zahn war eigentlich schon von Anfang an immer deshalb auch so mein Lieblingsdrache, weil er so aussieht ein bisschen wie unser Kater und diese Schnurrgeräusche, es hörte sich genau an wie unser Teufel. Sie brachte ihre ganze Familie mit und die probierten dann auch gleich alles gemeinsam aus. Es war total cool. Also ich finde, es sieht von außen noch ein bisschen harmloser aus, als es sich anfühlt. Also ich war schon überrascht, wie hoch es geht. Ich habe gejammert, aber die Jungs haben mir Mut gemacht. Ja, früher war ich auch. Konnte es nicht hoch oder schnell genug sein. Also da hat meine Mutter immer unten gestanden und gedacht, oh Gott, muss das sein? Jetzt bin ich so.